Was hältst du von Throne und Liberty? Ich hab's gespielt ein bisschen. Nicht bis Max-Level, aber ich habe sehr viel Max-Level-Content gesehen bei Shroud und so. Ich finde das Game eigentlich cool. Das hatte ja relativ schlechte Anfangsbewertung. Ja, weil die hatten ja dieses Mobile-Autoplay-System drin, das wurde ja rausgenommen. Seitdem ist es wohl ein bisschen besser. Ich habe aber das Gefühl, es kann, auch wenn es ein Korean Grinder ist, nicht mit sowas wie Lost Ark vom Gameplay mithalten, meiner Meinung nach. Und ich denke, das Game wird dead sein in so spätestens 3 bis 4 Monaten. Ne? Es ist auf jeden Fall cool, cooles Gameplay. Ich glaube aber nicht, dass es sich lange halten kann. Ne? Genauso wenig, wie sich New World lange gehalten hat. Oder Lost Ark. Ne? Und für den Moment ist aber geil. Ich meine, du brauchst ja kein Forever MMO mehr heutzutage. Ich denke, das macht Laune. Ich glaube aber nicht, dass es lange die Größe hat, die es aktuell hat. Ne? Zumal es jetzt ja auch nicht an die Höchstzeit von Lost Ark und New World rankommt. New World und Lost Ark waren die beiden größeren MMOs in letzter Zeit.